Fast exakt 6 Jahre nach seinem Rücktritt feiert Holger Bachtaler sein Comeback auf der Trainerbank des FV Illertissen, der nach dem 3:0 in Pipinsried als Favorit ins richtungsweisende Kellerduell zwischen dem Drittletzten und dem Vorletzten geht. Die Gastgeber ganz in Blau sind in 9 Vergleichen noch ungeschlagen gegen den VfB Eichstätt, der nach 3 Niederlagen in Folge bereits 4 Punkte hinter dem FVI liegt und dementsprechend unter Zugzwang steht. Nicht allzu hilfreich dürfte da die bisherige Auswärtsbilanz sein. Auf fremdem Platz gab es ihn allerdings auch erst 5 Anläufen in dieser Saison erst einen Punkt für die Oberbayern. Hinein in die Partie vor 260 Zuschauern im Föhlin-Stadion mit dem ersten schönen Spielzug der Heimelf, der von Beginn an anzumerken war, dass sie hier gewillt war, den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Vor allem spielerisch der FVI im Vergleich zu den Vorwochen schon deutlich verbessert, auch wenn es zunächst meist nur bei Ansätzen blieb. Die beste Chance hatte in der 25. Minute Nicola Della Schiava. VfB-Schlussmann Felix Junghan fährt jedoch gerade noch die Pranke aus. Auch nach Standards Illertissen immer wieder gefährlich und so einer führte dann nach etwas mehr als einer halben Stunde auch zum 1:0. Nico Fundel buxiert den Ball da irgendwie über die Linie. Die Führung gab dem bis dato heimschwächsten Team der Liga noch mehr Sicherheit. Eichstätt konnte sich offensiv, wenn überhaupt, nur in der Luft in Szene setzen. Das 2:0 lag zu diesem Zeitpunkt wesentlich mehr in der Luft als der Ausgleich. Und quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang es den Hausherren dann auch, den Vorsprung auszubauen. Nach einer abgewehrten Ecke bringt Gökalp Kilic den Ball gefährlich vors Tor und seine Hereingabe verwertet Della Schiava per Direktabnahme aus kurzer Distanz. Mit 2 Treffern nach Standards biegen die Schwaben also bereits zur Pause auf die Sieger. Straße ein. Nach Wiederanpfiff zeigte Eichstätt dann aber eine gute Reaktion und stemmte sich mit viel Engagement gegen die drohende Niederlage, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Die besseren Chancen hatte nach wie vor Illertissen, Kento Terranuma setzt seinen Kopfball hier jedoch nur aufs Tornetz. Insgesamt im zweiten Abschnitt der VfB schon überlegen, allerdings weiter mit zu vielen individuellen Fehlern. Alexander Moratz und Luka Trislic verlieren da den Ball völlig unnötig an Yannick Lessing. Der liegt quer für Hannes Pöschl und für den ist das dann nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Spätestens mit dem 3:0 nach 71 Minuten war der Sack nun endgültig zugeschnürt. Positiv hervorzuheben aber zumindest die Moral der Eichstätter, die trotz des aussichtslosen Rückstands auch im aufziehenden Nebel nicht aufgaben. Fabian Eberle hat hier zunächst Pech, dass FVI-Keeper Malvin Zock seinen Schuss mit einem Wahnsinnsreflex noch an die Latte lenken kann. In der Schlussminute war den Oberbayern dann aber doch noch der Ehrentreffer vergönnt. Die Art und Weise des Treffers von Eberle zum 1:3, aber schon auch irgendwie bezeichnend für einen schmerzhaften Eichstätter Abend. Im Endeffekt denke ich, dass wir es in der ersten Halbzeit eigentlich ordentlich gemacht haben, waren relativ stabil, das war der Ansatz und haben halt dann einfach 2 Standardsituationen dilettantisch verteidigt, kann man jetzt nicht anders bezeichnen. Dann natürlich eine kritische Situation in der 45. Aus unserer Sicht gibt es da keine 2 Meinungen des Elfmeter, aber der Schiri entscheidet auf Gelb für uns und somit ist der Spieler auch noch mit der 5. Gelben gesperrt. Das hätte es mit Sicherheit noch mal spannend gemacht. So ist es schon so, dass wir in der 2. Halbzeit Vorteile hatten, die bessere Mannschaft waren, das auch wirklich von der Leistung her ordentlich war, aber im Endeffekt das Tor halt einfach nicht machen konnten und haben dann eigentlich das 3:0 mehr oder weniger selber geschossen und damit natürlich war das Spiel danach entschieden. Ja, wir sind natürlich über den Ausgang des Spiels sehr zufrieden. Wir wussten um die Schwere der Aufgabe und ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit haben wir auch fußballerisch die eine oder andere richtig gute Aktion herausgespielt und gingen dann auch völlig verdient mit 2:0 in Führung. Zweite Halbzeit war klar, dass Eichstätt nochmal sehr, sehr viel mit langen Bällen spielen wird und das haben sie auch richtig gut gemacht und wir haben, glaube ich, alles wegverteidigt, was wegzuverteidigen war und von daher sind wir natürlich sehr zufrieden mit dem Ausgang des Spiels. Perfekter Einstand also für Holger Bachtaler. Der FVI feiert den 2. immens wichtigen Dreier innerhalb von 4 Tagen und kann vorerst mal etwas durchschnaufen. Für den VfB Eichstätt wird es vor dem nächsten richtungsweisenden Nachholspiel gegen Buchbach am Dienstag dagegen immer ungemütlicher.